Das ist Sally. Auch ziemlich fotogen. Keine Treppe. Wozu? Mann, Matt hat echt Geschmack. Ich sollte hier keine Unordnung machen. Sally wird sonst sauer. Ich nehme den Kubus nicht mit. Der hat genug gelitten. Mein lieber Begleiter Kubus, was wir alles gemeinsam erlebt haben. Der Begleiter Kubus aus Portal. Ich glaube im 1 und 2, ja. 1 und 2. Ich habe Portal nie gespielt, aber ich weiß. Ich bin zwar nicht abergläubisch, aber ich will den Spiegel trotzdem nicht zerbrechen. Wer will das denn auch? Ich sehe jeden Tag besser aus. Und das ist ein Fakt. Genau, da ist ein Hockey-Flipper-Automat. Geh mir in die Küche. Mit dem Ofen habe ich nichts zu schaffen. Ein herrliches Stück Kücheneinrichtung. Ganz ohne Zweifel. Ich will diese Magnete. Muss der Versuchung widerstehen. Den fasse ich lieb. Der Kühlschrank ist besser als meiner. Was so ziemlich für jeden Kühlschrank gilt. Bei den Streichhölzern habe ich schon lange gesehen, dass man die mitnehmen kann. Da scheint was drin zu sein. Vermutlich was weg. Ich krieg sie nicht auf. Rattengift. Hochwertiges Rattengift. In Flüssigform. Ich glaube, damit könnten wir zum Pater zurückgehen. Das macht keinen. Wieso? Ich glaube, ich brauche etwas Aggressiveres als diesen Hammer. Die Form davon hat sich ganz schön ver... Stimmt, ja. Aber das ist doch mehr so eine Art Dietrich. Ich krieg sie nicht auf. Hätte nicht mit Training aufhören sollen. Schwachmat. Ein Verkehrshütchen. Kann man vielleicht auch zweckentfremden. Geht nicht, Amigo. Der ist tot. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube nicht. Eher nicht. Das muss nicht... Geht nicht, Amigo. Geht nicht, Amigo. Oh, Mann. Mit dem Ofen... Oh, was ich aber eins machen könnte, wäre... Mit dem Wasserhahn. Jetzt habe ich eine Wasserflasche. Oh, da ist Wasser drin. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist sicher keine so gute Idee. Aber ich will doch stinkendes Thunfischwasser haben, Mann. Ekelhaftes stinkendes Thunfischwasser. Also komm, Randy, geh mal die Straße entlang. Oh, da ist eine Seitengasse. Absperrung. Ich spring nicht über eine Absperrung. Ja, okay, dann nehmen wir so einen Bolzenschneider. So stark. Das Rohrleitungssystem des Gebäudes. Aber die Tür kann ich nicht benutzen. Komisch, komisch. Hey, da ist Murray. Hey, Officer Murray. Wie geht's? Kenn ich Sie? Natürlich tun Sie das. Erinnern Sie sich nicht an den Globus-Vorfall? Der... Ja, wir sind dem Tod gerade so von der Schippe gesprungen. Fast wie ein Jäger des verlorenen Schatzes. Hm? Klingelt's? Ich fürchte nichts, Sir. Und später, nachdem ich die Leiche von meinem Freund gesehen habe, haben Sie mich nach Hause gefahren. Bitte, Sir, hören Sie auf, meine Zeit zu verschwenden. Ich bin im Dienst. Schon klar, dein Freund und Helfer. Genau. Eine Menge Leute werden sich reinschleichen wollen. Es ist Koala Convention. Die Leute sind einfach verrückt nach dem kleinen Kerl. Tja, dann, ich gehöre sicher nicht zu denen. Bis dann, Murray. Ich werde sie in dieser neuen Episode meines Lebens vermissen. Ja, sicher. Officer Murray. Dein Freund und Helfer. Ich wäre dafür, dass ich ihm einen Hotdog... Steht nicht auf mein... Ich weiß, dass Murray Hotdogs liebt, aber so weit gehe ich dann doch nicht. Behalte ich. Oh Mann. Der guckt voll traurig. Der arme Murray, der tut mir voll leid.
Gehen wir mal wieder zu Clayton. Okay. Fruchtigen Geschmack. Fruchtig, ja. Mehr fällt mir nicht ein, was ich da reintun könnte. Vorsicht beim Trinken. Okay, das ist der, den er mag. Wow, jetzt der Zahn der Zeit nagt an uns allen. Pater? Pater? Wenn er vorher nie was gesagt, dann wird er jetzt natürlich auch nichts sagen. Aber immerhin haben wir die Spielkugel. Vom Padre. Ich speichere schnell. Hast du keine alkoholfreien Drinks? Oh, na klar. Ich habe gerade erst eine Lieferung feinsten alkoholfreien Fruchtlikör reinbekommen. Fruchtlikör? Willst du mal probieren? Die sind echt lecker. Der nüchterne Randall stimmt widerwillig zu und schätzt dich glücklich. Wenn der betrunkene, böse Randall hier wäre, hätte er dir das Zeug ins Gesicht gespuckt. Oh, Randall, du bist schon eine Nummer. Willst du probieren oder nicht? Okay, lass mal sehen, wie so ein nicht-alkoholisches Getränk schmeckt. Mit so einem Namen muss es ja echt gut sein. Ist es aber nicht. Guave. Ich weiß nicht mehr, was das sein soll. Ach, Guave ist doch gut. Zumindest sind meine, die Rockstars, die ich immer trinke, also die Energy Drinks. Und wonach das genau schmeckt, kann Guave, ich nicht sagen. Die sind die besten. Aber die kann ich damals nicht mehr kaufen, weil es am 18 ist. Da muss ich noch 2 Jahre warten. Wie wär's mit Limone? Egal. Ist irgendwie wie Limonensaft trinken. Mangolikör. Bin neugierig. Oder vielleicht auch nicht. Dachte, der wäre süßer. Okay, versuchen wir mal Papaya. Fühlt sich komisch an, was zu trinken, das einem nicht den Hals wegätzt. Passionsfruchtlikör? Sowas gibt's? Scheint so. Und schmeckt scheiße. Aha. Ich hasse Kiwis. Was soll's? Also ich mag Kiwis, zumindest diese kleinen Vögel. Und die Frucht mag ich auch. Okay. Kiwi-Likör hasse ich jetzt auch. Macadamia-Likör. Warum nicht? Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es ist super. Elaine, Guarana-Likör. Hopp, hopp! Boah, ganz tolle Wahl, Randall. Boah. Litchi-Likör, hm? Okay, her damit. Lecker und exotisch. Ein bisschen wie June. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Ich probier mal den Zimtapfel. Hey, gar nicht übel. Der Name ist nur ein bisschen irreführend. Elaine? Gib mal was von dem Kokosnusslikör. Naja, ich finde, alle sind irgendwie lecker. Ach ja, das macht dann $380. Was? Willst du mich verarschen? Oh,
Na toll. Jetzt muss ich mich neu schminken. Du benutzt Make-up? Warum sagst du sowas? Warum verlangst du plötzlich 400 Piepen von mir? Ich habe nie gesagt, dass die Drinks umsonst wären. Ich habe nur gefragt, ob du sie mal probieren willst. Echt? Randall, du weißt, ich mag dich. Sehr sogar. Aber ich kann dich nicht einfach gehen lassen, ohne dass du zahlst. Die Flaschen waren sauteuer. Ich kann wegen dir nicht noch mehr Geld verlieren. Du hast Glück, dass ich mir irgendwie schäbig vorkomme, weil ich dir ins Gesicht gespuckt habe. Und du hast auch Glück, dass ich mehr Kohle habe als Richie Rich. Hier. Danke. Und jetzt entschuldige mich kurz. Ich muss mein Gesicht wieder hinkriegen. Du solltest vielleicht in ein paar Addings investieren. Du siehst gar nicht so schlecht aus, wenn es dir dein Gesicht nicht immer verderben würde. Randall! Manchmal bist du echt gemein. Nicht nur manchmal, fast immer. Das Glas mitnehmen, Mann. Das Glas mitnehmen, Mann. Ja, hahaha, Mann. Ich habe jetzt keine Zeit, mich zu entschuldigen. Ich muss dringend aufs Klo. Meine... Verdammt richtig. Ich habe mir nicht die Hände gewaschen. Und? Wer wäscht sich auch schon die Hände nach dem auf die Toilette gehen? Außer ich natürlich, weil ich mag es nicht, wenn ich da meine Hände nicht wasche. Auch wenn ich nicht auf dem Klo war, wasche ich mir immer meine Hände. Weil ich irgendwie diesen Drang habe, immer meine Hände waschen zu müssen. Elaine, lass das. Du brauchst kein Make-up. Siehst du? Manchmal bist du echt nett. Ja, das war's nicht, was ich sagen wollte. Weißt du, eigentlich... egal. Sie braucht kein Make-up. Sie ist schon hässlich genug. Das hätte er bestimmt sagen wollen. Ich finde, Elaine, die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hätte die nicht immer so diesen komischen Blick, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. So. Tut immer so ihre Zähne so. Ich weiß nicht. Dieser Blick ist irgendwo etwas abstoßen. Ja, aber es ist wirklich so. Es ist auch schlimmer als dieser Blick, mit dem ich immer durch die Gegend laufe, während ich Musik höre. Dieser gefühlt böse Blick, mit dem ich so den Leuten so die Seele aus den Augen schmelze, so gefühlt. Das ist etwas anderes. Elaine, auf der Toilette sieht's aus wie auf Burano. Du weißt schon, überall Wasser und Farben. Ach komm schon. Ist Zielen wirklich so schwer? Du bist doch nüchtern. Hast du das Spiel, nicht den Spieler? Das habe ich nicht verstanden, glaube ich. Egal, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Da ist ein großer Spiegel auf dem Männerklo, wenn ich mich richtig erinnere. Und? Naja, ich dachte nur, es wäre einfacher für dich, wenn du einen größeren Spiegel benutzt. Ich weiß nicht, ob ein kleiner das Richtige für dich ist. Randall, ich habe langsam keine Lust mehr auf deine Scherze. Okay. Ich wollte nur sagen, dass es da drin alles andere als schön aussieht. Und das wird nicht besser, wenn man nur hinter der Bar rumlungert und sich schminkt. Ist ja gut. Ich mach die verdammte Toilette sauber. Aber dann musst du mir auch einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Ich? Komm schon, Randall. Alles, was ich will, ist, dass du den Müll von gestern rausbringst. Immerhin ist das meiste davon eh von dir und einem Nikotinaffen. Na gut, aber nur weil ich im Männerklo auf den Boden pinkeln durfte. Das habe ich dir nie erlaubt. Willst du wetten? Schau es dir an. Oh Gott, hier ist der Müll. Bring ihn einfach nach draußen in die Gasse. Roger. Alles Roger, allein. Und dann? In die Jacke? Und dann? Ja, und dann die Pfütze in die Jackentasche. Der Müll von gestern Abend. Hey! Heilige Scheiße, du blöder Penner! Ich hab mich fast nass gemacht. Du solltest besser auf der Hut sein, Junge. Antizipiere die Antizipation. Jeez, das zählt nicht mal als billige Sci-Fi-Weisheit. Komm schon, die Antizipation antizipieren? Wo hast du denn den Scheiß her? Aus dem Ninja?